Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich habe, wie ihr seht, Fackeln, die werde ich gleich mal richtig nutzen. Und ich möchte mal was testen. Hoppla. Sie verbeugt sich. Ja, das habe ich gelesen, dass man hier mit der Frau, die einem beim Leveln hilft, dass man mit Hilfe von Gesten sie ja selbst zu Gesten bringen kann. Und da lacht sie. Ach, wie schön. Gut. Habe ich das mal gezeigt? Wir gehen jetzt in die Kirche von Yorkshire. Weil die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ist tatsächlich jetzt schon wieder lange her. Also so lange zwar auch nicht, aber normalerweise mache ich immer so Aufnahmesessions und dann immer ein paar Tage Pause, bis dann die nächste Session kommt. Und hier habe ich jetzt doch eine Woche oder so nicht mehr aufgenommen. Was schade ist, aber gut, kann ich mich damit auch schützen? Ich kann sie hochhalten. Und ich kann damit angreifen. Vielleicht sollte ich sie mir noch aufheben. Ich muss jetzt nur schauen, wo ich hin soll. Von hier rechts kamen, glaube ich, Viecher. Das wollte ich nicht. Geil. Oh. Da war aber noch irgendwo eins. Ja, da. Oh. Ja, ich kann mich damit schützen und verliere aber trotzdem Lebenskraft ohne Ende. So viel dazu. Naja. Egal, das sind ja nur die Heilzauber. Wichtiger sind die Flakons. Oh. Rotaugenvieh! Moment, ich bin hier falsch. Ich dachte, hier wäre ein Eingang. Falsch gedacht. Ja gut, dann muss ich den wieder suchen. Oh Mann, ich hätte nicht so lange Pause machen sollen. Aber naja, da kann ich nichts für. Ich habe andere Dinge zu tun gehabt, auch andere Sachen aufgenommen. So, gehen wir hier runter. Vorne sehe ich schon. Wo muss ich jetzt hin? Ah, nee, nie im Leben. Das ist so ein Mistvieh, das mich jetzt anguckt. Das mich jetzt angreifen will. Das jetzt ordentlich auf die Schnauze bekommt. Und da vorne ist, glaube ich, noch eins. Und ich glaube, noch eins. Ja, das war. Geil, Kamera. Geil. Das war richtig geskillt von mir. Richtig geskillt. So richtig nicht geskillt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich mit dieser Waffe hier höchst zufrieden bin. Moment. Hier. Ah, ich wollte nicht rollen. Achso, ich mache ja Fat Roll. Oh, da unten sind noch viel, viel mehr. Oh, die kriechen. Und die leben noch. Mistvieh. So froh, dass du überlebt hast. So. Hinten ist noch eins, da vorne kommen noch ein paar. Auf
das da hinten warte ich noch, weil erst möchte ich die da erledigen. Gut. Vorne sind noch zwei. Da hinten steht noch einer. Da ist auch einer. Mein erstes Mal, dass ich jetzt hier so richtig die Fackel nutze. Gut, dass ich das mache. Oh. Vorne hat irgendwie was zerstört. Was ist das? Was für Sabber. Oh, den habe ich auch gleich mitgekillt. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, aber egal. So, dann der dahinter. Da hinten steht noch einer. Boah. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Direkt vor mir. Euch sieht man so schlecht hier, trotz Fackel. Noch irgendjemand da? Ja, da. Danke, dass du runtergefallen bist. Okay, mal weg damit. Ja. Hier im Mondlicht oder... Ist ja Mondlicht, oder? Ja. Kann ich euch etwas besser sehen. Zweiter. Das ist ein Shiny. Was war denn dann hinten? Wenn es weiter nach oben geht. Hier geht es auch weiter. Dann gehe ich zuerst mal zurück. So. Da hier rein. Da irgendwo noch was? Nein, sieht nicht so aus. Irgendwo ist gerade ein Viech runtergefallen. Da. Da ist noch irgendwo ein Viech runtergefallen. Egal. Ich hoffe, hier oben an der Leiter steht jetzt keiner und wartet auf mich. Oh. Klar, da hinten steht einer. Weg da. Also geht doch. Jetzt bist du nach unten gefallen. Oh, es ist ein Magier. Läuterungsstein. Vielleicht sollte ich diesen Magier fritzen. Schnell ausschalten. Da unten ist auch noch einer. Das war quasi im Vorbeigehen. Oh, der hat da oben. Ja, toll. Jetzt ist da oben was. Komme ich da denn jetzt dran? Ja, danke. Oh. Gut, na du, nur dafür, aber naja. Ja. Ich nehme Schaden. Sein, dass ich gerade ein Flakon Plus bekommen habe von irgendjemandem. Ich hatte auch vorhin auch schon 6 Flakons oder etwa nicht. Naja, Wurst. Jetzt raus. Hinten wartet einer. Komm mal her, du Kriecher. Ich
knüpfe ich mir später vor. Keine Ahnung, was das für ein Ort gerade war. Nun gut, jetzt aufpassen. Ich bin mit meiner schweren Waffe hier drüber. Totales Ungleichgewicht. In der einen Hand eine leichte Fackel, in der anderen Hand eine schwere Waffe. Ja, geil. Atmest du? Ach, unabhängig davon, ob du atmest oder nicht, ich baller meinen Pfeil darauf. Gut, du bist keine Mimik. Jorkas Speer. Okay, hier scheine ich sicher zu sein. Schauen wir uns mal an, was wir jetzt gefunden haben. Das kann ich wahrscheinlich nicht tragen. Da kann ich nicht tragen. Ich brauche Glaube dafür. Ein Schatz der Kirche von Yorkshire. Yorkshire Speer. Ein Schatz der Kirche von Yorkshire geschenkt wurde und der das verborgene Objekt des Glaubens der Sklaven von Irushiru in sich birgt. Enthält Schlafmagie. Die Waffe kombiniert das Zustoßen wie mit einem Speer und das Zuschlagen wie mit einem Hammer. Fähigkeit Hypnose. Durch Erheben der Waffe und Spreche von Gebeten werden die FP des Gegners kurzzeitig verringert. Wie sieht das aus? Naja. Ich kann durchs Schild damit stechen, das wäre ja schon mal was. Aber meine Waffe ist mächtiger. Wo ist sie denn? Da. 191 Watt. Krass. Das würde ich auch gern tragen, aber dafür bin ich zu schwach. Oder Moment, wo war denn die andere Waffe? Das da, das wäre geil. Streitkolben, aber dafür brauche ich mehr, noch mehr Stärke. Ich meine, guckt euch das Teil an. Boom. Boom. Das Teil hat so viel Gewicht. Wobei 18? Gar nicht mal so viel. Und schon wieder Schaden genommen. Toll. Aber egal. Jetzt sind wir wieder draußen an der frischen Luft und können uns hier weiter umsehen. Jetzt gehe ich nämlich nicht da unten hin. Nein, weil ich erinnere mich an das Wasser. Da habe ich so komische Spinnenviecher gesehen. Da scheint nichts zu sein. Da vorne. Ich wollte gerade sagen, da vorne ist aber einer. Kann sein, dass du deine Kumpels gerade gerufen hast. Oh oh. Der da! Oh gut. Seid zu doof, ihr müsst nicht regenerieren. Und zu dir. Was auch immer du bist. Halt die Klappe. Noch irgendwo? Niemand mehr? Gut. Blutiger Edelstein. Fügt meiner Waffe Blutungseffekt hinzu, würde ich schätzen. Wäre auch nicht schlecht. So ein Streit und so ein Mega. Oh. So ein Megastrahl kommt mit Blutungseffekt. Moment mal, wenn ich dich abknalle, dann kraxelst du doch hier hoch 100 Pro. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden dieses Mistvieh macht. Ich kann einen Sprungangriff machen. Sprungangriff, einen Sturzangriff machen. Boah, guckt es euch an, wie es sich bewegt. Ich hasse es. Bleib stehen!
Wobei es scheint nicht so viel auszuhalten. Ach du Kacke, sieht das ätzend aus. Oh ja, das kotzt auch noch. Oh, Gift! Okay, es hält nicht viel aus. Wie viele Seelen hat es jetzt gegeben? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Weil zu wenig waren es nicht. Oh, hier. Kadaver, er taucht jedes Mal aufs Neue auf. Und da ist noch eins, das weiß ich. Das da nämlich. Wer weiß, vielleicht sind da noch mehr. Sind das da hinten? Noch ein Shiny. Das sind bestimmt noch mehr dieser Mistviecher. Hä? Habe ich mich getroffen? Das ist 100 pro 1. Steh auf. Das will mich da runterlocken. Ich glaube, ich spinne. Im Wasser bin ich noch unbeweglicher als sonst. Na gut, ein Versuch ist es wert. Okay. Okay, erst das Mistvieh erledigen. Schon tot. Ring der Opferung, geil. Er ist bestimmt noch irgendwo eins und das wird mich dann erschrecken. Aber warum ist das Vieh tot? Ich war hier doch noch gar nicht. Erfüllt mich nicht gerade mit Selbstbewusstsein. Sind es da oben? Grüne Blüte. Scheint es da hinten hätte ich ganz gern, aber. Ich glaube, ich kenne das Gebiet. Das ist die Brücke nämlich. Die waren mindestens zwei von den Viechern. Ganz im Ernst, ich traue mich nicht. Weil die Viecher mich vergiften können. Die sind hier um die Ecke. Das da hinten läuft Feuer, ist ein fressiger Besen. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Haha, ich wusste es. Und es kommt her. Oh, es ist so ekelhaft. Ich hasse es. Mistvieh, bleib ja da hinten. Bleib da hinten, sagte ich. Na, da ist das zweite. Da. Komm mir ja nicht zu nahe, du Drecksteil. Danke. Ich finde euch hässlich. Komm schon, du lebst doch.
Lebst nicht. Ich noch eins. Das Vieh lebt nicht. Oh, guckt euch das an, wie geil das aussieht. Wunderschön. Aber so schön dieses Spiel auch ist, grafisch, so gefährlich ist es auch. Ne, das Viech ist tot. Große Heilung, yeah. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Wunder dafür. Ich könnte mich hier theoretisch überall umgucken, wenn diese Spinnenviecher nicht wären. Scheint zwar nicht sonderlich gefährlich zu sein, aber sie sind ekelhaft und das ist was mich stört. Ich könnte sie durchaus besiegen, das ist nicht das Problem. Meine Waffe scheint stark genug dafür zu sein. Aber diese Beine und außerdem bereitet mir das Gift eventuell Probleme. Grüne Blüte. Sind das da oben? Komme ich von da? Also ursprünglich? Ich glaube nicht. Gut, ich habe jetzt ein paar Dinge gefunden. Ich glaube, es ist beste, wenn ich wieder abhaue hier. Wenn es diese Spinnenviecher sind ekelhaft. Und wenn hier nochmal so ein Spinnboss kommt, dann Halleluja. Bin ich dann aufgeschmissen? Und das sollte eventuell. Ich höre es glitzern. Ja! Haut drauf! Gut. Funkeltitanit. Ich habe zuerst die X-Taste gedrückt, aber offensichtlich kann man hier so die Wände nicht aufbekommen. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist da eine versteckte Wand. Gut, dass ich hergegangen bin. Ja, logisch, dass hier jetzt keine versteckten Wände waren. Was ist denn hier hinten noch? Nichts mehr, nehme ich an. Nee. Gut, haben wir einen weiteren kleinen Funkelkäfer erledigt. Gut, das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Roll dich einfach herum. Ist das quasi mit dem Zaunpfahl? Von wegen, haha, guck mal hier. Geheimer Eingang. Falls hier noch irgendwo ein Vieh ist. Aha. Also, du kannst dich vor mir verstecken. Aber da oben ist nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Da hinten war nur die Truhe. Ich frage es nur, wo geht's jetzt noch weiter? Ich habe eigentlich mehr als genug Wege. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich zunächst hin muss.
Erstmal suche ich das Leuchtfeuer. Hier ist nichts mehr, oder? Nein. Ich glaube, dann werde ich da als nächstes hingehen, wo ich vor einigen Parts ja gekillt wurde. Irgendwas sagt mir, ich habe nicht genug Seelen zum Leveln, aber ich gucke trotzdem mal nach. Stunden des gefallenen Ritters. Welcome, Speed. Very well, then take not. Das sagt mir, es geht sich nicht aus. Oh, garantiert nicht. Selbst wenn ich die eine Seele da nehme. Wie viel füllt das auf? 5000, okay, dann könnte es sich ausgehen. Na, falsch. Gut, perfekt. Noch mehr Belastung, ich weiß ja nicht. Aber dann mache ich keine Fatroll mehr. Kondition bräuchte ich mehr. Da würde ich 5 Punkte hinzubekommen, aber es nützt mir gar nichts. Kondition. Ich könnte noch mehr Stärke nehmen, dass ich eventuell bessere Waffen tragen kann. Ich nehme Belastung. Ich muss die Fat Roll loswerden. Immer noch Fat Roll, schade. Moment, Gegenstände verkaufen. Solchen, was ich verkaufen könnte. Jagdzeichen. So eine kleine Seele habe ich auch noch. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich werde offscreen irgendwann verkaufen. Na, ja, Titanic-Brocken habe ich keine. Ich guck noch mal was nach. Jetzt mal hier Platz machen. So, wo war jetzt der Ausgang? Irgendwo ganz oben. Habe ich Havels Ring überhaupt an? Ja, und trotzdem mache ich eine Fat Roll. Ich bin ja falsch. Da muss ich nach oben. War schon wieder diese Nebelwand. Warum ist da manchmal eine Nebelwand und manchmal nicht? Hier ist auch nichts. Uns das Teil mal an. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ja, hier war ich schon mal. Ich gucke mich nur noch ein bisschen um. Oh, hier bin ich nach unten gesprungen. Irgendwann mal. Oh, ein Aufzug. Hatte ich den schon mal aktiviert? Ich weiß es gar nicht. Okay, es geht noch höher.
Eine Glocke. Stimmt, die hatte ich, glaube ich, schon aktiviert. Ja, da hinten ist das andere Leuchtfeuer. Dann kann ich von da aus auch das. Ja, da ist das eine Leuchtfeuer und da hinten das erste. Schön, dass ich das von da aus sehen kann. Scheint so, als ob es hier nicht so wie in Dark Souls 1 und 2 mehrere Schmiede gibt, sondern nur mehr einen. Schade. Naja, ein Versuch war es wert. Wobei. So, tut sich da was? Ich könnte da runterspringen, aber dann bin ich tot. So, da unten nochmal. War ein Shiny. Kann ich mich da hinrollen? Ja, aber hinrennen kann ich. Jetzt habe ich eine blöde Position, weil jetzt werde ich, glaube ich, sterben. Oh! War ich, glaube ich, auch schon mal. Ist denn da? Kann ich da reinspringen? Ah, hier war doch der Schwertmeister. Stimmt, ich erinnere mich. Oh. Ja, pennt ihr nur weiter. Wobei, gratis Seelen. Jetzt renne ich an denen überhaupt vorbei. Weil ich nur noch mehr Seelen nicht verlieren kann. Und eine schwindende Seele, ja, danke. Es ist also doch ausgezahlt, die zu killen. Jetzt muss ich nur mehr zum Feuerband schreien. Meine mächtige Waffe, habt ihr keine Chance? Zumindest die Anfangshanseln da nicht. Was ist das Rote da hinten? Fernglas. Achso, das ist so eine Schrift von wegen, ja, wir sind die Hilfestellungsschriften. Oder so. Gut, dann war jetzt auch eine kleine Erkundungstour jetzt gegen Ende. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.